Herzlich willkommen zum heutigen Video, das unter Mithilfe verschiedener Kanäle zustande gekommen ist, die mir ihre Aufnahmen von der Vergesellschaftung ihrer Tiere geschickt haben. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken und natürlich habe ich euch diese Kanäle in der Videobeschreibung verlinkt. Bei den meisten Vergesellschaftungen geht es schon ganz schön heiß her. Da braucht man als Besitzer der Tiere echt gute Nerven. Und wenn es eine Weile dauert, bis wieder Frieden einzieht, hat man natürlich Angst, dass sich die Tiere verletzen und fragt sich, ob man irgendetwas verkehrt gemacht hat. Ans Ende dieses Videos stelle ich nochmal eine Liste mit Punkten, die ihr unbedingt beachten solltet, wenn ihr Tiere neu miteinander vergesellschaftet. Auf diesen Aufnahmen seht ihr die Vergesellschaftung meiner Riesenwitter-Mix-Dame Lola mit dem kleinen Olaf von der Biggie. Die Gefährtin von Olaf ist verstorben und Biggie hatte das Gefühl, er leidet sehr, wollte sich aber nicht ein Tier holen, von dem sie nicht weiß, ob das wirklich gut geht und hat deswegen probehalber von mir die Lola mitgenommen. Weil sie genauso alt wie Olaf ist, gut sozialisiert ist, das Leben mit anderen Kaninchen in großen Gruppen kennt, vor allem aber, weil Biggies Familie sich in dieses große, sanfte Tier bei mir verliebt hatte. Während es bei ihr heiß herging, setzte ich den jungen Rammler Johnny zu Rudolf und hier ging alles bilderbuchmäßig wunderbar vonstatten, also eine Traumvergesellschaftung. Ihr seht hier die ersten Minuten. Der erfahrene Rammler Rudi zeigt dem Jungspund erst einmal, wer der Chef ist. Er jagt ihn quer durchs Gelände, ist aber sichtlich zufrieden, dass der Kleine ihm ausweicht und recht schnell die entsprechenden Unterwürfigkeitsgesten zeigt, wie ihr es seht. Das Schwänzchen ist flach auf den Boden gedrückt, das Köpfchen ebenfalls, die Ohren hängen beim Witter sowieso. Ein Stehohrkaninchen würde in dem Fall die Ohren eng an den Körper anlegen, um den Ranghöheren nicht zu provozieren. Johnny wird abgeschnüffelt, den neuen Geruch muss man sich merken. Aber da er keinerlei Anstalten macht, sich zu wehren oder das Revier dem Alteingesessen streitig zu machen, verliert Rudolf recht schnell das Interesse. Johnny scheint sich bei mir vergewissern zu wollen, ob alles in Ordnung ist und traut sich dann mutig in das Revier von Rudolf und möchte dort mit ihm fressen und alles erkunden. Davon zeige ich euch jetzt eine extreme Zeitrafferaufnahme, um euch nicht zu langweilen, und halte es an der Stelle wieder an, wo etwas Erstaunliches passiert. Schon nach einer halben Stunde ist Rudolf so entspannt und merkt, dass keine Gefahr von dem Jungspund droht, dass er wirklich anfängt, ihn zu putzen. Johnny verhält sich goldrichtig und zeigt keinerlei Gegenwehr. Als er allerdings plötzlich wieder loshoppelt, muss Rudolf doch nochmal ihm zeigen, wer der Chef ist, indem er ihn versucht zu rammeln. Das Ganze passiert aber sehr halbherzig. Diese Vergesellschaftung lief so gut, wie man sich's eigentlich wünscht. Denn beide Tiere waren gut sozialisiert und die Rangordnung war innerhalb von Minuten abgeklärt und wurde nicht in Frage gestellt. Allerdings ist es sehr wahrscheinlich, dass dann, wenn Johnny in die Pubertät kommt und geschlechtsreif wird, er, Rudolf, die Rangordnung streitig machen will und es ist dann nochmal zu ernsthaften Auseinandersetzungen kommt. Auch Lola zeigte sich für ihr Alter und für ihre Erfahrung erstaunlich unterwürfig, fraß sogar fast liegend, um den kleinen Macho nicht weiter zu provozieren, aber der ließ sie nicht aus den Augen. Es tut einem schon sehr leid, wenn man sieht, wie so ein kleiner Kerl so eine große Dame in Schach hält und sie sich am ersten Tag kaum aus der Kloschale, die ihr ein bisschen Deckung bietet, raustraut. Aber von Tag zu Tag erweitert die Lola ihren Wirkungskreis, musste natürlich nun wieder auch mal kräftig klopfen, um alle Artgenossen vor diesem kleinen Chaoten von Olaf zu warnen. Doch mittlerweile hat mir die liebe Bitte berichtet, sitzen die beiden auch oft beisammen und fressen gemütlich nebeneinander. Doch es wird noch eine ganze Weile dauern, bis die beiden so harmonisch sind, wie man sich das wünscht. Aber über die vielen kleinen Fortschritte freuen wir uns gemeinsam mit dem täglichen Austausch von Videos und Sprachnachrichten. Hauptsache den Tieren geht's gut, gell? Ja, also der Lola, der geht super duper gut. Sobald der Olaf auf sie zukommt, tut sie das
zweite Ohr nach unten hängen lassen, sodass der Olaf sofort aufhört, sie zu attackieren, also irgendwie anzugehen. Und die haben halt wirklich im Abstand von 30 Zentimetern haben die voneinander gefressen jetzt abends. Das war richtig schön mit anzuschauen. Das war richtig süß. Auf diesen Aufnahmen seht ihr schon eine deutlich entspanntere Lola. Sie hat eine aufrechte Körperhaltung. Ihr eines Ohr steht wieder nach oben. Sie frisst und bewegt sich im gesamten Gehege. In dem Moment allerdings, wo sie sich aufrichtet, fühlt sich Olaf sofort wieder provoziert, aber sie ist schlau genug zu deeskalieren, indem sie das zweite Ohr wirklich auch noch hängen lässt und mal kurz zum vollständigen Witter wird. Beide hier vorgestellten Vergesellschaftungen laufen völlig normal ab. Bei vielen Vergesellschaftungen fliegen noch dermaßen die Haarbüschel, dass es einem Angst und Bange wird. Das könnt ihr gerne auf den James-Videos sehen, die ich euch hier oben jetzt verlinke. Aber wenn ihr die am Ende des Videos notierten Hinweise beherzigt, schafft ihr die besten Voraussetzungen dafür, dass bei euch nichts eskaliert. Wichtig ist, dass die Vergesellschaftung am besten an einer Stelle stattfindet, die die Tiere nicht kennen. Vielleicht im Garten irgendeiner Freundin oder eines Freundes oder in einem Zimmer in der Wohnung, in dem sie normalerweise nie sind. Von Vorteil ist es, wenn ausreichend Platz vorhanden ist und genügend Unterschlupf- und Versteckmöglichkeiten vorhanden sind. Und wenn es irgendwie geht, vergesellschaftet nicht ein Steh mit einem Schlappohr, denn das gibt meistens Probleme, da die Ohren wesentlich dazu beitragen, Dominanz- und Unterwürfigkeitsverhalten bei den Tieren zu zeigen. Und an der Stelle sind Witter echt benachteiligt. Die gescheckte Häsel kam neu zum dunklen Knöpfchen dazu. Die Besitzerin setzte sie in einen großen Garten, den sie vorher nicht kannten. Und hier geschah, was sich jeder Kaninchenbesitzer wünscht. Es wurde eine völlig friedliche Vergesellschaftung, weil Häsel sofort anfing, Knöpfchen zu putzen. Wie ihr hier an seiner Körpersprache seht, ist er etwas überfordert, duckt sich und erträgt es eher, als dass er es genießt. Und hier seht ihr die beiden schon am gleichen Abend im Kaninchenzimmer vom Knöpfchen. Da sitzt er eigentlich immer. Da ist jetzt Häsel und Häsel sitzt meistens hier in dem Häuschen unten drin. Aber die können sich trotzdem von dem Ort aus sehen. Und riechen. Ja, die beiden scheinen sich wirklich gut riechen zu können. Denn sie haben schon am gleichen Tag die Toilettenschalen benutzt und keine Pipi-Party veranstaltet, wie sonst oft bei Vergesellschaftungen üblich. Da kann man schon die Nerven verlieren, wenn Wände und Möbel mit Urin bespritzt sind und überall die Köttelchen umherliegen. Denn durch solches Verhalten wollen die Kaninchen zeigen, wer Chef im Revier ist. Und jetzt noch ein paar Worte zu den viel gepriesenen Zwangsvergesellschaftungen. Überall im Internet kann man davon hören, dass Tiere, die sich nicht vergesellschaften lassen, dann so unter Stress gesetzt werden müssen, dass sie aufgeben und sich dadurch vergesellschaften lassen. Wer meinem Kanal aber schon länger folgt, der weiß, dass ich für einen möglichst natürlichen und artgerechten Umgang mit den Tieren bin. Rivalisierende Kaninchen in der Natur würden sich einfach nur aus dem Weg gehen. Wir kennen das ja von uns selbst. Wenn wir jemanden nicht leiden können, sind mit ihm aber auf engstem Raum zusammengesperrt, dann fühlen wir uns unwohl. Und obwohl wir das wissen, wollen wir unsere Kaninchen, indem wir sie auf ganz engem Raum einander aussetzen, vergesellschaften? Bei solchen zwanghaften Kaninchenvergesellschaftungen passieren wirklich oft ernsthafte Verletzungen. Und ich kenne auch keinen einzigen Fall, wo solche zwanghaft vergesellschafteten Kaninchen sehr gute Freunde geworden sind. Es ist eher dann irgendwann ein Aufgeben und ein Nebeneinander herleben. Aber das kann ja nicht das Ziel sein. Zwei sehr dominante und schlecht sozialisierte Kaninchen werden unter Umständen immer Probleme miteinander haben. Und deshalb scheint es gut zu sein, dass die Biggie zu ihrem dominanten Olaf zwar eine große Frau geholt hat, die ihn beeindrucken sollte, letzten Endes diese aber so sanftmütig ist, dass sie seine Attacken nicht erwidert. Dass es deutlich schlimmer geht, das haben die, die mir schon länger folgen, in den James-Videos gesehen.
Aber auch für den James hat sich schließlich eine Dame gefunden, mit der er sich sehr gut versteht. Habt ihr selbst Erfahrungen mit Zwangsvergesellschaftungen gemacht? Waren diese erfolgreich? Sind die Tiere wirklich jetzt beste Freunde, die einander putzen und füreinander durch dick und dünn gehen? Bitte schreibt es in die Kommentare, denn auch für mich ist es immer sehr interessant zu sehen, welche Erfahrungen andere gemacht haben. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Eure Diana von Happy Kaninchen.